die Vorbereitungen waren ziemlich aufregend. Also ich bin ja noch in die Schweiz gefahren und habe dann da die ganzen Bilder noch zusammentragen müssen. Und die Ausstellung selber war dann schön, weil ich das zum ersten Mal in so einem Rahmen gemacht habe. Und dann halt auch tatsächlich viele Leute gekommen sind, mich so zu präsentieren. Das war aufregend und neu. Und ich glaube aber, dass es alles ganz gut geworden ist. Also ich habe bisher auch nur gute Sachen gehört. So. Ich habe geplant, irgendwie in Berlin so in dem Rahmen, wie ich das jetzt gemacht habe, weiterzumachen. Und also Berlin ist schon eigentlich so meine Heimat geworden. Und darum will ich meine Sachen auch hier gerne präsentieren, weil hier habe ich sie gemacht, hier lebe ich. Und das fließt ja auch alles so in meine Sachen mit ein, so die Umgebung, in der man sich aufhält oder was man hier auch für Menschen begegnet. Ich hatte auch schon mal überlegt, zurück in meine Heimatstadt zu gehen. Also ich bin ja am Niederrhein aufgewachsen und als ich da damals weggezogen bin, seitdem habe ich halt so eine gewisse Sehnsucht manchmal nach dieser Stadt und nach dieser Umgebung. Darum würde ich ganz gerne manchmal eine Ausstellung dort machen. Vielleicht würde ich die dann Heimweh nennen oder so. Ich bin eigentlich erstmal noch in so eine Drei-Generationen-Familie irgendwie reingeboren. Wir haben noch ziemlich lange mit meinen Großeltern gelebt. Und das war eigentlich so schön, weil halt immer irgendwie jemand da war. Ich habe am liebsten am Tisch gesessen und gezeichnet und gemalt und habe mir mit meiner Schwester dazu immer Geschichten ausgedacht. Also es war so ein bisschen wie so eine Telenovela, die wir da irgendwie gebaut haben. Mit so 12, 13 habe ich angefangen, mir so großformatige Zeichnungen zu machen. Bin dann aber schnell so ziemlich ins Malerische reingekommen. Hab dann mit Acryl gemalt und Kurse belegt und hab dann große Formate gemalt. Da spielt auch sicher viel Selbstporträt mit rein. Ich male ja Menschen und da betrachte ich dann diese Person, die ich male, ja auch. Und irgendwie gibt es dann ziemlich schnell den Effekt, dass meine Gefühle dann oder auch meine Gedanken dann eben in dieser Person stecken, die ich male. Und ich habe das am deutlichsten bei einem Bild dann erlebt, in einer Zeit, als ich ziemlich starken Liebeskummer hatte und das Gefühl halt hatte, dass ich das irgendwie verdient habe, irgendwie, dass es mir besser geht oder so ein Stolz in einer Situation, in der man eigentlich abserviert wurde, den habe ich dann in dieser Figur gesehen und dadurch habe ich das dann da immer mehr rausgearbeitet. Also ihre Augen sind sehr intensiv, ihr Blick, und sie hat halt etwas Gebrochenes, aber auch eine ziemliche Würde oder einen ziemlichen Stolz in ihren Augen, auch Wut irgendwie. Das kam da halt rein. Das großformatige Bild, das zeigt meine Freundin Svenja. Es ist zu derselben Zeit entstanden wie das Bild, von dem ich eben gesprochen habe. Und ich habe dann halt mich auch irgendwie an dieser Person aufgerichtet, die ich da halt male. Und es war eine sehr produktive Zeit. Ich glaube, dass ich das auch exakt so eingefangen habe, wie ich das halt irgendwie haben wollte. Das war für mich sehr, sehr erhellend oder sehr schön einfach, dass mir das gelungen ist. Ich glaube, an solchen Punkten zu wissen, warum ich irgendwie Menschen male, die jetzt irgendwie keine spektakulären Dinge machen. Und das liegt einfach daran, dass die Figur als solche irgendwie reicht, um solche Stimmungen oder Gefühle irgendwie darzustellen. Und wenn ich ein Bild male, ich male diese Ausdrücke in den Gesichtern, dann merke ich immer ziemlich schnell, wann es halt irgendwie zu viel ist oder wann es halt irgendwie so bleiben muss. Und dann ist ein Bild manchmal ganz schnell fertig und manchmal malt man da 3 Jahre irgendwie immer wieder dran. Das Bild habe ich vor 3 Jahren angefangen und ich habe es irgendwie nicht mehr gemocht und habe es dann erstmal in die Ecke gestellt und ich konnte mich aber auch nie richtig von diesem Bild dann trennen, weil ich immer fand, dass es noch irgendwie auf jeden Fall was sehr, sehr
Interessantes hat für mich und habe dann dieses Bild gesehen von den Wasserschlangen von Klimt und Schiele, eines meiner Lieblingsbilder, und habe dann bei der Betrachtung von diesem Bild gedacht, dass ich auch gerne ein Wasserschlangenbild machen möchte und dazu halt dieses ältere Bild nehme und das halt überarbeite. The Moment After beschreibt im Wesentlichen einen Zustand, in dem der Spot ausgeht und die Person mit sich selber zurückgelassen ist. Es gibt keinen Betrachter mehr. Und ich habe jetzt also Bilder gemalt, auf denen Menschen zu sehen sind, die nicht mehr damit rechnen, betrachtet zu werden. The Moment After ist also die Überlegung, was halt eigentlich übrig bleibt, wenn die Inszenierung aufhört.